Ich glaube, dass die Erforschung des Gehirns wesentlich ist, dass die wichtig ist. Und ich glaube, dass man wahrscheinlich auch ein bisschen was lernen kann. Auf der anderen Seite ist das so ein... Man geht also mit der Annahme rein, das Gehirn arbeitet ein bisschen wie ein Computer. Wenn ich es dann simuliere, was glauben Sie, was rauskommt? Rauskommen tut dann, dass das Gehirn ein bisschen wie ein Computer funktioniert. Ja, logisch, weil es ja mein Modell war und meine Annahme war. Sie finden in der Wissenschaft immer nur das, was Sie suchen. Ganz selten finden Sie zufällig was. Wenn Sie sich ansehen in der Geschichte der Gehirnforschung, dann werden Sie sehen, im Zeitalter der Römer, wo man auf Wachstafeln geschrieben hat, haben lateinische Autoren die Theorie aufgestellt, dass das Gehirn wie eine Wachstafel sei. Ja? 1500 Jahre später, als man auf Papier schreibt, geht man davon aus, das Gehirn müsste irgendwie wie Papier funktionieren. Man kann da mal draufschreiben. Dann kommen wir irgendwo ins Zeitalter der Elektrik. Plötzlich fängt man an zu sagen, ja, nee, eigentlich müsste das Gehirn ja funktionieren wie elektrische Schaltungen. Wir sind am Beginn des 21. Jahrhunderts. Der Computer ist sozusagen das Werkzeug der Wahl. Jetzt sagen wir, ja, vielleicht funktioniert das Gehirn ja wie ein Computer. Ich glaube, es ist extrem schwierig, sich selber zu erforschen. Und ich glaube, wir werden aus der Gehirnforschung immer wieder was lernen. Da gibt es faszinierende Dinge, also wirklich faszinierende Dinge. Und es ist fantastisch, was man alles machen kann. Aber ich glaube, dass sich da die Katze ein bisschen in den Schwanz beißen wird. Ja? Also man wird keinen völlig neuen Computer entdecken. Man wird vielleicht das eine oder andere finden, wo man dann sagt, okay, da kann ich was verbessern. Aber man wird nicht eine völlig neue Funktionsweise entdecken, denn man sucht nicht nach ihr.